USS Enterprise CVN-65 war der erste atomgetriebene Flugzeugträger. Bis heute ist sie der schnellste und weitreichendste Flugzeugträger der US-Marine. Aber nicht die moderne Bewaffnung, sondern nur der Mut der Mannschaft rettete sie in ihrer tödlichsten Stunde. Ein schrecklicher Unfall vor der hawaiianischen Küste setzte Flugbenzin in Brand und löste mehrere Explosionen aus. Wie rettete die Mannschaft das brennende Schiff? Wie verhinderte der Kapitän den Untergang? Die Mannschaft der USS Enterprise erlebte eine schreckliche Feuerprobe. Flugzeugträger lagern eine brisante Mischung aus Flugbenzin, Sauerstoff und hydraulischen Flüssigkeiten. Und sie tragen eine tödliche Ladung aus Geschützgranaten, Raketen und Bomben mit sich. Zusammengepfercht im Ober- und Unterdeck stellt dies ein enormes Risiko dar. Ein einziger Fehler kann eine furchtbare Kettenreaktion auslösen. Jeder Matrose auf der USS Enterprise ist sich bewusst, was am 14. Januar 1969 geschah, als ein verheerender Brand die Decks des Schiffs auseinanderriss. Nur wenige der Schiffe mit dem Namen Enterprise hatten jemals solch einen Schaden erlitten. Die erste Enterprise war ein britisches Versorgungsschiff, die George. Sie wurde 1775, zu Beginn des Unabhängigkeitskrieges, von den Amerikanern gekapert und unter dem Namen Enterprise als Kriegsschiff verwendet. Im Laufe der Jahrzehnte hatte die Navy 7 weitere Schiffe namens Enterprise im Einsatz. Beispielhaft für das grimmige Erbe war die dritte Enterprise, ein 135-Tonnen-Schoner mit 12 Kanonen. Sie wurde 1799 in Baltimore zu Wasser gelassen und war 24 Jahre lang im Gefechtseinsatz. Sie segelte 1799 in die Karibik, um französische Freibeuter zu bekämpfen, die amerikanische Händler überfielen. Sie nahm mindestens 8 französische Freibeuter gefangen und befreite mindestens 11 amerikanische Händler. Das war ein ziemlicher Erfolg und brachte ihr den Spitznamen die glückliche kleine Enterprise ein. 1801 segelte sie in den ersten barbaresken Krieg gegen die Piraten Nordafrikas. Sie griff das Piratenschiff Tripoli an, eines von deren besten Schiffen. Nach 3-stündigem Gefecht hatten sie die Piraten besiegt und mindestens 50 ihrer Leute verwundet oder getötet. Der letzte Krieg der dritten Enterprise war der britisch-amerikanische Krieg von 1812. Sie kreuzte vor der Küste von Maine und traf auf die berühmte HMS Boxer, ein Schiff der gleichen Klasse. Sie hatten ein sehr, sehr langes Gefecht, bei dem letztlich die Kapitäne beider Schiffe ums Leben kamen. Doch die Enterprise setzte sich durch, enterte die Boxer und segelte mit ihr nach Portland. Beide Kapitäne waren sehr hoch angesehen gewesen und erhielten eine gemeinsame Beerdigung. Die siebte Enterprise war ein Flugzeugträger der Yorktown-Klasse. Sie trug die Nummer CV6. Das Wort Enterprise bedeutet risikofreudiger Unternehmungsgeist. Und es gibt wahrscheinlich keine bessere Bezeichnung für das Leben des Flugzeugträgers Enterprise CV6. Enterprise 1934 wurden die Kiele für die Yorktown und die Enterprise in Newport News gelegt. Diese Enterprise war 247 Meter lang und 34 Meter breit.
Sie trug bis zu 90 Flugzeuge, darunter Kampfflugzeuge, Sturzbomber und Torpedobomber. Vor dem Krieg war sie mit 8 127mm Kanonen bewaffnet. Ihre Flugabwehrgeschütze waren zahlreich, aber klein. 40mm Schnellfeuerwaffen in Vierergruppen und 20mm Maschinengewehre. Sie war sehr manövrierfähig und erreichte eine Geschwindigkeit von stattlichen 32 Knoten. Die zunehmenden Spannungen zwischen Japan und den USA führten die Enterprise in den frühen 1940er Jahren in den Pazifik. Ihr Auftrag war es, Kampfflugzeuge auf die amerikanischen Inselstützpunkte zu transportieren. Mit an Bord war ein kampflustiger Admiral, der keinerlei Bedenken hatte, gegen Japan in einen möglichen Krieg zu ziehen. Der Admiral an Bord der Enterprise war Admiral William F. Halsey. Viele Leute nannten ihn Bull, was er nicht mochte. Er war Bill. Und er war ein richtiger Seemann. Die Männer liebten ihn bereits vor dem Krieg. Er hatte keine Zweifel an dem, was geschehen würde. Er spürte, dass es hier bald Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Japan geben würde. Die letzte Mission der Enterprise vor den Angriffen auf Pearl Harbor war der Transport von 12 Flugzeugen auf die Insel Wake. Bevor sie den Hafen verließen, ließ Halsey Kapitän Murray verlautbaren, was später als Schlachtplan Nummer 1 bekannt wurde. Das wäre kein weiterer Transport von Flugzeugen. Bei Sichtung von allem, was eine japanische Flagge trägt, müsste jeder bereit sein, sich mit Waffengewalt zu verteidigen. Bill Halsey befand sich also bereits am 28. November 1941 im Krieg. Wir brachten ein Geschwader von Kampfflugzeugen der Marine auf die Insel Wake. Dann machten wir Kehrt und fuhren zurück nach Pearl Harbor. Doch am 3. Dezember kamen wir in einen schweren Sturm. Alle waren ziemlich enttäuscht, dass sie nicht rechtzeitig für den Landgang am Samstagabend dort sein würden. Die neue Zeit für die Ankunft war Sonntagmorgen, der 7. Dezember. Die Enterprise näherte sich Pearl Harbor von Westen aus. Niemand wusste, dass der japanische Flottenverband nur ein paar Kilometer nördlich davon ebenfalls auf den Hafen zusteuerte. Die Japaner hatten damals nur 6 Flugzeugträger. Alle 6 transportierten fast 360 Flugzeuge zum Angriff auf Pearl Harbor. Unsere Flugzeuge flogen auf den Luftstützpunkt von Pearl Harbor zu. Wir ließen unsere Flugzeuge immer vorausfliegen. Viele davon wurden angegriffen. Einige wurden für japanische Flugzeuge gehalten und von der eigenen Flugabwehr abgeschossen. Am Ende des Tages hatte die Enterprise 9 Flugzeuge verloren. 6 Piloten kamen ums Leben. Ein Fernschreiber oder irgendeine Radiobotschaft übermittelte, Pearl Harbor werde angegriffen und dies sei keine Übung. Kurz darauf tauchten 3 Kreuzer und ein paar Zerstörer am Horizont auf. Und der erste Offizier sagte, seht euch das an, Jungs. Das wird von der Flotte übrig bleiben, nachdem die Japaner mit uns fertig sind. Wir waren alle ziemlich entmutigt. Wir suchten alles so gut wie möglich nach dem Feind ab, aber wir fanden ihn natürlich nicht. Er war schon längst fort. Wir warteten, bis es fast dunkel war, die Nacht des 8. Dezember. Dann fuhren wir in den Hafen ein. Das war ziemlich erschütternd. Der Gestank, der Anblick, die allgemeine Atmosphäre war absolut entmutigend. Normalerweise brauchten wir etwa 20 Stunden, um die Vorräte vollends aufzufrischen. Diesmal schafften wir es in gerade einmal 5 bis 7 Stunden. Am 10. Dezember war die Enterprise das erste amerikanische Schiff, das ein japanisches Kriegsschiff im Zweiten Weltkrieg zerstörte. Ihre Flugzeuge versenkten das bei Oahu patrouillierende japanische U-Boot I-70.
Der Krieg verläuft zunächst zu Ungunsten der Amerikaner. Am 1. Februar 1942 kämpft die Enterprise in der sogenannten offensiven Defensive und führt schnelle Angriffe gegen die japanisch besetzten Gilbert- und Marshallinseln aus. Die Japaner erwarteten sie nicht. Der Angriff funktionierte wie geplant. Beim Kwajalein Atoll erlitt die Flotte große Schäden. Nur ein paar japanischen Flugzeugen gelang der Start. Als die Enterprise und die Yorktown von den Angriffen auf den Marshallinseln zurückkamen, ertönten Signalhörner. Es wurde gepfiffen und gejubelt. Man hätte glauben können, die beiden Schiffe hätten im Alleingang den Krieg gegen Japan gewonnen. Das Hauptanliegen dieses Angriffs war die Stärkung der angeschlagenen Truppenmoral. Das war, als ob ein Boxer in 9 Runden zu Boden geht und in der 10. plötzlich gewinnt. Das war so ein gutes Gefühl. Wir haben diesen Ort in seine Einzelteile zerschlagen. 1942 war die Enterprise am Angriff auf Tokio beteiligt. Die Flugdecks der USS Hornet waren mit 16 doppelmotorigen B-25-Bombern vollgepackt, die den Angriff ausführen sollten. Die Enterprise mit ihrem Kontingent aus Kampfflugzeugen war für den Feuerschutz des Einsatzkommandos zuständig. Auch dieser kleinere Angriff diente vor allem der Stärkung der Moral. Doch wenige Wochen später befand sich die Enterprise inmitten der entscheidenden Schlacht des Pazifikkrieges. Am 4. Juni 1942 war die Enterprise einer von nur 3 amerikanischen Trägern, die einen Überraschungsangriff auf ein gigantisches japanisches Einsatzkommando ausführten. Dieses sollte die Midway-Inseln erobern und damit die japanische Vormachtstellung im Pazifik sichern. Die amerikanischen Träger, noch unentdeckt von den Japanern, starteten ihre Flugzeuge in großer Entfernung, um auf dem riesigen Ozean nach feindlichen Schiffen zu suchen. Viele Stunden lang war die Suche vergebens. Sowohl die Enterprise als auch die Hornet sendeten Jagdgeschwader in die Luft aus. Die beiden Einsatzleiter hatten das gleiche Problem. Sie dachten, die Japaner seien dort, wo man sie nach den letzten Meldungen vermutete. Während die Flugzeuge der Hornet beidrehten und wieder zu den Midway-Inseln flogen, blickte Commander Clarence Wade McCluskey nach unten auf das Wasser, um die Windrichtung festzustellen. Er wusste, dass die japanischen Schiffe sich nach dem Wind richten mussten, sofern sie ihre Flugzeuge starten oder landen wollten. Also drehte er bei und flog nach Norden. Das war wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen in der Schlacht um Midway. Wenn er zur Enterprise oder zur Hornet zurückgeflogen wäre, dann wäre die Schlacht definitiv anders ausgegangen. Nun, da er nach Norden flog, wurde ihm bewusst, dass dies ein hoffnungsloses Unterfangen werden würde. Sie hatten fast keinen Treibstoff mehr. Nach 15 Minuten entdeckte er einen japanischen Zerstörer, der in die gleiche Richtung fuhr. Er dachte sich, selbst wenn uns der Treibstoff ausgeht, sind wir dennoch in der Lage, die japanischen Zerstörer anzugreifen. Die Stukas der Enterprise teilten sich in 2 Geschwader. Das eine zerstörte die Akagi. Sie war das Flaggschiff von Pearl Harbor und Midway gewesen. Das andere warf seine Bomben auf die Kaga. Wir wissen, dass eine der Bomben direkt neben einem mobilen Treibstofftank landete. Es war also nicht nur die Bombe, die explodierte, sondern auch der Tank. Eine andere Bombe landete direkt neben einem Stapel Torpedos, der bei der Bestückung von Flugzeugen abmontiert worden war. Die Kaga ging natürlich sofort in Flammen auf.
Nach dem Sieg auf den Midway-Inseln begab sich die Enterprise in den Hexenkessel des hochwichtigen Brückenkopfes auf Guadalcanal. Dort kämpfte sie von August 1942 bis Februar 1943. Manchmal war sie der einzige brauchbare Flugzeugträger auf den Salomonen. Sie half, die japanischen Angriffe zurückzudrängen und die Inseln zu verteidigen. Die Mannschaft zahlte dafür einen hohen Blutzoll. Ich war unten im Büro des Lagerverwalters und spielte Dame mit einem alten Freund. Der Alarm ging los und wir mussten auf unsere Kampfstation. Etwa ein Dutzend, vielleicht sogar 14 Flugzeuge konnten die Luftblockade durchdringen und kamen genau auf die Enterprise zu. Ich sah hinauf und entdeckte ein Flugzeug direkt über meinem Kopf. Ich wusste nicht, ob es ein feindliches war, aber es kam genau auf uns zu. Und dann fiel ein kleines Gänseei heraus. Es wurde größer und größer und ich dachte, es wird Zeit, sich zu verstecken. Kurz darauf gab es eine furchtbare Detonation. Ich sah Schuhe um die Geschützstellung herumliegen. Die Männer sind förmlich aus ihren Schuhen hinauskatapultiert worden und verschwanden. Am nächsten Tag hielten wir einen Gedenkgottesdienst ab. Es gab viele Tränen, als man den Trauermarsch spielte. Die Körper wurden zusammen mit Patronenhülsen in große Leinensäcke gelegt und auf dem Grund des Meeres versenkt. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 73 Männer, die an diesem Tag auf dem Schiff das Leben verloren. Als der Krieg 1945 endete, hatte die Enterprise in Dutzenden von Gefechten im Pazifik den Sieg errungen. Man verlieh ihr den unsterblichen Namen The Big E. Doch die fortschreitende Technologie besiegelte ihr Schicksal. Das Kriegsschiff war veraltet. Ihre Waffen und Flugzeuge trotzten jahrelang jeglichen feindlichen Attacken. Doch nun wurden sie stillgelegt. Der Marine wurde bewusst, dass die Enterprise für die Nachkriegszeit überholt war. Ihr 1934 gebauter, vom Krieg gezeichneter Rumpf war für moderne Gefechte nicht länger brauchbar. 1960 wurde sie verschrottet. Wir waren völlig erschüttert, als das Schiff verschrottet wurde. Sehr wenig wurde aufgehoben. Nur die Schiffsglocke hängt nun in der Marineakademie in Annapolis. Sie läutet immer dann, wenn die Marine gegen das Heer im Football gewinnt. Ich habe das Schiff damals geliebt und tue es immer noch. Und wenn einer meiner Kameraden mich heute braucht, bin ich bereit, für ihn das ganze Land zu durchqueren. Der stolze alte Name Enterprise verschwand von der Liste der US-Marine. Scheinbar für immer. Doch schon knapp zwei Jahre später sollte es eine neue Enterprise geben. Die CVN-65 sollte das größte und eindrucksvollste Kriegsschiff werden, das es bisher gab. 1958 wurde die Enterprise CV-6 zur Verschrottung verkauft. Aber knapp zwei Jahre später wurde die Enterprise CVN-65 fertiggestellt. Heute ist die jüngste Enterprise fast 50 Jahre alt. Doch sie bleibt ein wichtiger Teil der Flotte, wie einst, als sie während der Eskalation des Kalten Krieges ein Bollwerk gegen die Sowjetunion darstellte.
Sie war das erste Fahrzeug, das die unglaublichen militärischen Möglichkeiten der Atomkraft aufzeigte. Und sie hat eine lange Reise hinter sich. Alles begann 1955, als Dennis Wilkinson, der Kapitän des ersten atomgetriebenen U-Bootes Nautilus, seine berühmte Botschaft sendete: unterwegs mit Atomkraft. Und die Nautilus war ein solcher Erfolg, dass Admiral Orley Burke, der Admiralstabschef der US-Marine, ein weiser Mann mit hohen Führungsqualitäten, die Atomkraft als zukunftsweisend bezeichnete. Er wollte einen atomgetriebenen Flugzeugträger bauen lassen. 1961 wurde die CVN-65 zu Wasser gelassen. Sie stellt alle ihre Vorgänger in den Schatten. Während die CV-6 247 Meter lang war, misst die CVN-65 335 Meter. Und die Wasserverdrängung der CV-6 von 25.500 Tonnen sind nur ein Bruchteil der 93.500 Tonnen des neuen Schiffes. Der Gedanke, ein Schiff mit einem Antrieb auszustatten, der es 10 bis 20 Jahre betreiben konnte, ohne aufgetankt zu werden, war militärisch gesehen phänomenal. In konventionellen Schiffen musste ein Großteil des Platzes für Treibstofftanks benutzt werden, um die eigenen Motoren zu betreiben. Der nukleare Antrieb ermöglichte den Konstrukteuren, mehr Raum zu schaffen für die restliche kriegswichtige Ausstattung. Diese Revolution des Schiffsbaus kostete über 451 Millionen Dollar. Sie war damals das teuerste Schiff, das gebaut wurde. Deswegen beschloss die Marine, keine weiteren zu bauen. Mitte der 1960er Jahre erlebte die Enterprise ihre bislang größte Herausforderung. Im Vietnamkrieg mussten die Flugzeuge der Vereinigten Staaten in der Lage sein, eine lange Küstenlinie anzufliegen. Die im Süden stationierten Flugzeuge konnten jedoch weit entfernte Ziele nur schwer erreichen. Vor der nördlichen Küste wurden also Flugzeugträger benötigt. Der Kriegsverlauf in Vietnam war ungünstig. Also schickte der Admiralstabschef MacDonald die Enterprise, da sie das stärkste Schiff der Flotte war. Das war eine gute Entscheidung. Nun konnten wir die verbesserte Leistungsfähigkeit der Enterprise in einer echten Gefechtssituation erproben. Das war besser als anhand von Szenarien, die Systemanalysten erhoben hatten. Sie nutzten die Vorteile der Enterprise. Sie hatte ein größeres Flugdeck und konnte 90% mehr Flugzeugbenzin und 50% mehr Munition transportieren als die America, das jüngste Schiff mit konventionellem Antrieb. Also belud die Marine uns mit zwei Geschwadern F-4 Phantoms und vier Geschwadern A-4 Skyhawks. Am 2. Dezember 1965 sendete der örtliche Admiral eine Botschaft an den Marinestaatssekretär. Ich habe die Ehre, Sie darüber zu informieren, dass das erste atomgetriebene Kriegsschiff der Vereinigten Staaten den Gefechtseinsatz aufgenommen hat. Am 3. Dezember flog die Enterprise 165 Kampfeinsätze an einem einzigen Tag. Das hatte noch nie zuvor ein Flugzeugträger bewerkstelligt. Und sie hält den Rekord bis heute. Doch bald sollte die Vielzahl der Einsätze, die die Technologie der Enterprise möglich machte, menschliche Opfer kosten. Eines Nachts war ich unaufmerksam. Ich verfing mich zwischen zwei Tauen und konnte mich nicht mehr befreien. Ich wedelte mit einem kleinen roten Blinklicht, um zu signalisieren, dass ich mich verfangen hatte. Doch sie starteten die Düsen des Flugzeugs. Wenn sie mich nicht gesehen und mir geholfen hätten, dann hätte mich das Flugzeug mitgeschleift. Das wäre sicherlich mein Ende gewesen.
Wir verbrachten 12 Monate auf See und flogen jeden Tag Einsätze. Nach 2 Wochen waren die Leute dann langsam gereizt. Sie wurden einfach mürrisch. Nach 3 Wochen gab es die ersten Handgemenge. Und nach 4 Wochen hatte man dann richtige Probleme. Der vermeintlich letzte atomgetriebene Flugzeugträger der Navy beeindruckte die Beamten im Pentagon. Die Enterprise hatte ihre Spuren hinterlassen, aber ihre Feuerprobe in Vietnam war noch lange nicht vorbei. Anfang 1966 lag die Enterprise in der Yankee Station, der nördlichsten Sektion der amerikanischen Marinestreitkräfte, von wo aus Missionen ins Inland geflogen wurden. Wir wärmten uns in Südvietnam auf, wo wir die Südvietnamesen und das US-Militär unterstützten. Dann fuhren wir nach Norden zur Yankee Station und führten sofort große Angriffe durch. Wir griffen ein Kraftwerk bei Dong Hai an. Und dann die Long Bien-Brücke, die außerhalb von Hanoi lag. Die Bomben wurden mit Helikoptern von den Versorgungsschiffen an unser Deck gebracht und dann auf die Flugzeuge montiert. Das war ein logistischer Albtraum. Das Militär war sich nie wirklich bewusst, wie sehr die Atomkraft die Risiken erhöhte. Zwei Minuten bevor wir losfuhren, starteten sie die Atomreaktoren und die Enterprise wurde zum Schnellboot. Das Heck wurde nach unten gedrückt, der Bug nach oben und es beschleunigte. Bei 30 bis 35 Knoten war der Bug wieder unten. Das geschah innerhalb von 2 Minuten. Kein anderes Schiff war dazu in der Lage. Doch die Enterprise ist nicht unverwundbar. Bis heute trainieren die Mannschaften ständig für den Albtraum eines jeden Schiffes: Feuer. Was wir hier jeden Tag üben, sind die exakt gleichen Maßnahmen, die wir in einem echten Brandszenario oder im Kampfeinsatz hätten. Da gibt es keinen Unterschied. Am 14. Januar 1969 wurde die trainierte Mannschaft der Enterprise auf eine harte Probe gestellt. Vor der hawaiianischen Küste bereitete die Mannschaft das Flugdeck für eine schnelle Inspektion vor. Auf dem hinteren Flugdeck wurden voll betankte und bewaffnete Flugzeuge eng nebeneinander hinter den 4 Startkatapulten platziert, so dass sie in kurzen Intervallen starten und landen konnten. Ein Starttraktor war zu nah an den 127mm Raketen. Dann überhitzten die Turbinen eines startenden Flugzeugs die Sprengköpfe und sie explodierten. Vier dieser Sprengköpfe explodierten gleichzeitig. Die Temperatur der Explosion betrug über 3000 Grad. Mit einem Wasserschlauch versuchten wir, das Feuer zu löschen. Alle Flugzeuge waren von der Explosion beschädigt. Und der ganze Treibstoff floss über das Deck.
und brannte. Der Kapitän versuchte, das Schiff in Windrichtung zu drehen, damit die Flammen nach hinten wehten. Dadurch stieg der Rauch nach oben und verdeckte die Sonne. Das war apokalyptisch. Alles war schwarz und dunkel. Dann gingen die Bomben los. Die Explosion der Bomben schlug ein Loch durch das Deck und durch die Feuerlöschleitung. Die Feuerlöschleitung war also unterbrochen. Die Matrosen auf den Kampfstationen mussten in all dem Rauch und den Flammen die Löcher finden und überbrücken, um das Flugdeck mit Löschwasser zu versorgen. Bei der Detonation dieser Bomben passierten drei Dinge. Es gab einen Blitz. Dann flogen Schrapnelle durch die Luft. Und der Krach war von einer solchen Wucht, dass er mich traf wie der Hammer des Thor. Wir sahen, wie die Flammen sich bis unter einen F4-Jet ausbreiteten, der direkt neben uns stand. Wir versuchten mit allen Mitteln, die Flammen zu stoppen. Doch es war aussichtslos. Die Flammen gerieten unter das Flugzeug und da sah ich, dass es mit 6 200-Kilo-Bomben bestückt war. Wir standen da und konnten nichts tun. Wir konnten nicht zurück. Das Wasser, das wir auf die Bomben schütteten, verdampfte einfach. Also standen wir da und sahen zu, wie sie explodierten. Wäre nicht der Druck der Explosion gewesen, hätten uns die Flammen erreicht. Doch der Druck drängte die Flammen so weit zurück, dass sie eine Weile brauchten, sich wieder zu erholen. Dann kam der ganze Schrott zurückgefallen, der in die Luft gewirbelt worden war. Motorteile und Bauteile von Haupträdern regneten auf das Flugdeck. Die A-7-Flugzeuge hatten 20 mm Geschütze und die Kugeln flogen auf dem Deck herum und prallten am Boden ab. Und dann brannten drei Raketen auf einem der A-7-Flugzeuge Steuerbord. Wir dachten, wir verlieren das Schiff. Auf unseren beiden Geleitschiffen dachte man, die Enterprise würde sinken. Es dauerte etwa 20 Minuten, bis alle Waffen explodiert waren. In dieser Zeit gab es 18 Detonationen in Intervallen von teilweise nur wenigen Sekunden, manchmal 1,5 Minuten. Je mehr Zeit zwischen den Explosionen verging, desto mehr Leute standen direkt davor. Nachdem die Raketen und Magazine explodiert waren, war es nicht schwer, das Feuer zu löschen. Die Navy wusste, dass jeder ein Feuerwehrmann sein musste, da solche Dinge geschehen konnten. Man musste sich darauf vorbereiten. Wir wussten, wo die Sachen waren, weil wir trainiert waren. Wir wussten, wie man diese Geräte anschloss. Es gab 18 Detonationen. 15 Flugzeuge wurden zerstört, 27 Männer starben und 314 wurden verwundet. Über die Anzahl der Toten zu sprechen, ist sehr unpersönlich. Die Geschichte einer dieser Männer ist die von Paul Akers. Er war nur 18 Jahre alt und war das jüngste Opfer. Er war ein paar Tage vor Weihnachten auf das Schiff zurückgekehrt. Seine Mutter stellte den Truthahn ins Gefrierfach, damit die Familie ihn gemeinsam essen konnte, sobald er zurück war. Ich habe die Mutter des Jungen 30 Jahre später kennengelernt und sie an jenen Ort geführt, an dem ihr Sohn gestorben ist. Und sie erzählte mir, dass der Truthahn noch immer im Gefrierfach ist und auf ihn wartet. Das Unglück war vergleichbar mit einem Angriff in Kriegszeiten. Doch nach nur 3 Monaten waren die Enterprise und ihre Mannschaft wieder in der Lage, neuen Gefahren entgegenzutreten. Thank you.
Nach der Feuerprobe im Januar 1969 und anschließenden Reparaturen kehrte die Enterprise in die Schlacht zurück. Es folgten 7 aufreibende Einsätze im Luftkrieg über Vietnam. Von 1965 bis 1973 war sie Teil eines Einsatzkommandos, das gegen Flugabwehrartillerie, Raketenbasen und MiG-Kampfflugzeuge der Nordvietnamesen vorging. Während ihrer Dienstzeit in Vietnam hatte die Enterprise Tausende von Einsätzen, in denen sie immer wieder Flugzeuge und Piloten verlor. Ich wurde auf meinem 80. Flug abgeschossen, 2 Tage bevor ich das Geschwaderkommando übernehmen sollte. Ich endete als Kriegsgefangene. Ich wurde getroffen und verlor die Kontrolle. Mein Flugzeug brannte. Ich befand mich immer noch im Steigflug und überlegte, wie ich abspringen konnte. Ich versuchte, das Flugzeug manuell zu steuern, doch es geriet völlig außer Kontrolle. Mir blieb nur noch der Schleudersitz. Bei etwa 860 km/h stieg ich aus und wurde bewusstlos. Ich wurde verwundet und gefangen genommen. Sie brachten mich in ein kleines Dorf und zogen mich komplett aus. Sie nahmen mir sogar meinen Ehering und meine Uhr ab. Und plötzlich hörte ich einen von ihnen sagen: "Du wirst heute nicht sterben, Yankee-Schwein. Du kommst nach Hanoi." Und das war der erste Tag von 2522 Tagen. Wie man sich vorstellen kann, wurde es mit der Zeit immer schlimmer. Die Leistung der Enterprise erregte die Aufmerksamkeit des Verteidigungsministers Clark Clifford, der die bisherigen Bedenken gegen die teuren Schiffe aus dem Weg räumte. Die Marine beschloss, alle neuen Flugzeugträger nuklear zu betreiben. Nach dem Vietnamkrieg und einem Einsatz in dem Golfkrieg 1991 schienen die Kriegstage der Enterprise vorbei zu sein. Sie kehrte gerade von einer Wachpatrouille im Persischen Golf zurück, als sich die Welt am 11. September 2001 veränderte. Am Morgen des 12. September standen 2 Flugzeugträger der US-Marine und die dazugehörenden Geleitschiffe bereit, an der südlichen Küste Pakistans zu kämpfen. Zum ersten Mal sorgten wir uns mehr um unsere Familien zu Hause, als sie sich um uns. Ich erzählte der Mannschaft, dass beim letzten Mal, als unser Land 1941 überraschend angegriffen wurde, die damalige USS Enterprise den ersten Gegenschlag ausführte. Wir hatten die Möglichkeit, genau dasselbe zu tun. Wir waren auf See und unser Land wurde angegriffen. Am Abend des 7. Oktober stößt die USS Enterprise zu anderen Flugzeugträgern hinzu, um den Gegenschlag auszuführen. Sie transportiert Geschütze nach Afghanistan, auf denen die Mannschaft makabre Botschaften hinterlässt. Es war ein Privileg, am Spitzenende des Speers zu stehen und im Namen unseres Landes für die Freiheit zu kämpfen. Ende Oktober endeten die militärischen Operationen der Enterprise im Golf.
Die Mannschaft machte sich auf den langen Weg nach Hause, wo sie ein ungeahntes Begrüßungszeremoniell erwartete. Es ist immer ein emotionales Ereignis, wenn ein Flugzeugträger nach Hause kommt. Wenn 5.000 bis 6.000 Matrosen von ihren Familien auf der Pier erwartet werden. Diesmal war es noch spektakulärer. Die Menge jubelte, als das Schiff in den Hafen einlief. Es war wie in einem Fußballstadion. Die Enterprise ist immer noch auf See. Seit ich sie kommandiere, hatte sie zwei Einsätze. Sicherlich ist die Plattform alt und überholt. Aber das Gute an Flugzeugträgern ist, man kann sie aufrüsten. Jeder Flugzeugträger wird permanent mit der neuesten Ausrüstung versehen. Doch die größte Stärke der CVN 65 ist ihre Mannschaft. Genau wie in den Tagen der CV6. Die jungen Matrosen vergessen nie, dass jeder missglückte Arbeitsschritt auf der Enterprise innerhalb von Sekunden eine Katastrophe auslösen kann. Sie arbeiten mit Atomreaktoren. Flugzeugen, die in mondlosen Nächten mit 300 km pro Stunde auf der Plattform landen. Schwerer See, Düsenstrahlen, Kabeln, die unter hoher Belastung stehen, großen Mengen Flugbenzin und tonnenweise Bomben und Raketen. Die Mannschaft dieses Schiffs kennt den Preis einer Fehleinschätzung oder eines Versehens. Und das ist eine schwere Bürde. Mein Name ist Captain Ryman Schoaf. Ich bin der Luftkommandant hier auf der USS Enterprise. Luftkommandanten gelten als mürrisch. Wir haben nur 3-4 Stunden Schlaf pro Nacht. Und wenn man das lange genug macht, macht das jeden mürrisch. Beim Start eines Flugzeugs gibt es kein schnelleres Flugdeck als die Enterprise. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Startkatapulte dem Flugzeug die nötige Geschwindigkeit geben. Es ist mir wichtig, dass meinen Jungs auf dem Flugdeck nichts zustößt. Wenn irgendjemand etwas Dummes tut, reagiere ich oft ungehalten. Ich verletze lieber die Gefühle eines Menschen, als sein Leben aufs Spiel zu setzen. Die Enterprise ist seit 45 Jahren im Einsatz. Nie hat ein Schiff so lange diesen Namen getragen. Und sie soll noch weitere 5 Jahre im Einsatz bleiben. Was wird mit diesem Schiff geschehen, sobald es außer Dienst gestellt wird? Die Atomreaktoren müssen entfernt werden. Um dies zu tun, muss man das Schiff zerstören. Es gibt zwar eine Debatte darüber, ob man das Schiff in ein Museum verwandeln sollte, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich, wegen der Weise, wie die Reaktoren ausgebaut werden müssen. Die Enterprise ist etwas Besonderes und wird es immer bleiben. Jeder Kapitän muss seine Mannschaft respektieren, sonst kann er seine Arbeit nicht machen. So etwas hinter sich zu lassen, ist hart, als ob man seine Familie verlässt.